Hallo? Wer bist denn du? Wer seid denn ihr alle? Okay, Amelie, ich möchte es gar nicht mehr wissen. Ihr habt eh nichts Interessantes zu sagen. Hallo? Adam? Adam Jensen? Heiliger Bimbam, was ist denn mit Ihnen passiert? Tja, ich habe überlebt. Ich bin hier, um Sie abzuholen, Dr. Fertig. Ich habe Vasili gesagt, Seraph würde nicht aufgeben. Sevchenko ist tot, Dr. Fertig. Tut mir leid. Das dachte ich mir. Eines Tages war er weg und Sie sagten uns nicht warum. Wir hatten Angst, also konzentrierten wir uns auf die Arbeit. Sie zwangen mich, ein Signalmuster zu entwickeln, das Software-Upgrades direkt an die Implantate eines Menschen sendet. Upgrades? Wofür denn? Das kommt ganz auf die Codierung an. Sie sagten, sie würden die Effizienz an Kliniken steigern. Aber das ist nicht das einzige Anwendungsgebiet. Bei weitem nicht. Okay, was ist mit Dr. Reed? Ihr GPL-Signal sendet nicht. Wissen Sie, wo sie ist? In der gesicherten Zone. Aber da kommen sie nicht rein. Zu viele Wachen. Vielleicht könnte sie ein kleiner Zwischenfall ablenken. In einem der Labore zum Beispiel. Mutiger Plan, mein Junge. Aber ein kleiner Zwischenfall wird nicht reichen. Nein, Sie haben recht. Aber vielleicht drei zeitgleiche Zwischenfälle. Sie gefallen mir, Junge. Wenn Mia und Eric mitspielen, könnte es funktionieren. Aber was ist mit dem Timing? Das ist entscheidend. Überlassen Sie das Timing mir. Warten Sie einfach auf mein Signal. Sie vergessen da eine Kleinigkeit, Junge. Die können unsere GPL-Signale orten. Das dachte ich mir. Aber wir haben keine Wahl. Vielleicht gibt es einen Weg. Vasili wollte einen Virus in ihr Sicherheitsnetz einspeisen, um ihre GPL-Protokolle zu löschen. Eric oder Nia wissen vielleicht mehr. Shit. Mir ist gerade was vom Tisch gefallen. Wer steckt hinter all dem, Doc? Der Entführung, dieser Einrichtung? Keine Ahnung. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass ich seit 6 Monaten hier bin. Man möchte meinen, dass irgendetwas durchsickert. Aber wenn es nichts mit der Forschung zu tun hat, kriegen sie nichts aus den Typen raus. Klingt, als wären die Wachen gut ausgebildet. Aber wie schaffen sie es, dass die anderen Wissenschaftler nicht reden? Nun, am Anfang haben sie uns gedroht, damit wir für sie arbeiten. Vasili hat das gleich durchschaut. Er meinte, sie würden uns brauchen. Aber das war wohl nur bis zu einem gewissen Punkt so. Diese Schweine. Dr. Sevchenko kannte die Risiken und hat sie akzeptiert. Das hat er. Gehen Sie, Junge. Setzen Sie Ihren Plan in die Tat um. Erteilen wir diesen Wichsern eine Lektion. Das ist das allererste Mal, dass ich Wichser in einem Videospiel höre. Ich suche immer noch Dr. Koss. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich ihn finde? Eric hat vor einigen Wochen beachtlichen Mut bewiesen. Er hat eine Notiz in einen Projektbericht geschmuggelt, um mir zu sagen, dass er in einem Labor im 2. Stock des Microgen-Gebäudes ist. Ich fürchte allerdings, dass es mit Kameras und anderen Geräten gesichert ist. Sie müssen vorsichtig sein, Junge. Musst du mich eigentlich andauernd Junge nennen? Das nervt allmählich. Hallo, ich bin... Also, einige haben mich schon Panzer genannt und du jetzt mit Junge, das stört mein Image. Haben Sie Nia Colvin in letzter Zeit gesehen? Ich kann sie nicht finden. Die haben uns wirklich perfekt voneinander isoliert, aber ich vermute, sie ist im Microgen-Gebäude. Die beiden Gebäude sind über eine Brücke verbunden. Wenn Sie die finden, müssen Sie nicht wieder nach draußen. Okay. Alles klar. Halten Sie sich bereit. Wenn Ihr GPL vibriert, provozieren Sie den Zwischenfall. Mach ich, Junge. Aber seien Sie vorsichtig. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich wieder rauskomme. Ja,
bei der Forschung scheinen einige draufgegangen zu sein. Ja, so ein paar Leute. Was? Okay, jetzt wissen wir schon mal, dass Megan noch lebt, wahrscheinlich. Nee, dass Megan wahrscheinlich noch lebt, so rum. So, du zu und weiter, 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 weiter. Aber komischerweise ist hier unten gar keine einzige Wache. Eigentlich finde ich das recht seltsam. Wobei noch nicht mal der Fahrstuhl abgeschlossen ist. Weder der Fahrstuhl ist abgeschlossen, sonst noch irgendetwas. Was eigentlich heißt, man kann hier einfach so durchspazieren. Weil die ersten Wachen waren es hier und das waren auch nicht so besonders viele. Zugriff gewährt. So, und gute Nacht, Kumpel. Du darfst ein schönes Nickerchen halten. Und dich räumen wir mal direkt schön weg. Dich soll ja keiner deiner Kollegen finden. Und, komm schon. Zugriff gewährt. Ta-ta-ta-ta-ta. Gut informierte Kreise berichten, dass der Augmentierungsgigant. Hat sich da drüben jemand versteckt? Die erwartete Nachfrage nach neuen, verbesserten. So, und dann gucken wir doch mal.
gerade noch geschafft, dass das nicht passiert. Weil ich wollte jetzt eigentlich noch die zweite Energiezelle behalten und das hat jetzt geklappt. Na, doofe Tür. Mist. Misstrauisch? Achso, die Kamera hat mich gesehen. Ey, jo. Doofe Kamera. So, dieses Mal habe ich es jetzt vergeigt. Ich habe jetzt auch meine zweite Energiezelle komplett aufgebraucht. Und deshalb habe ich jetzt eigentlich auch... Ich möchte irgendwie gar nicht wissen, was unter diesem Tuch ist. Nein, das sieht hier irgendwie aus wie eine Sackgasse. Oder ein Gegner-Versteckraum. Um Gegner zu verstecken. Nein. Kann man nicht bewegen. Auch nicht. Nein, da ist auch nichts drin. Also, nee. Drin ist eh nichts, aber hinter meinte ich jetzt eigentlich auch. So allmählich gefällt mir die Tarnung immer besser und besser. Wo am Anfang noch Bedenken waren, die haben sich jetzt alle verzogen, weil die für solche kurzen, für kurze Strecken ist die wirklich genial, die Tarnung. So, dann gucken wir mal, da stehen, da sitzt einer, da steht einer, okay. So, und ich glaube, ich sage mal,